Neben der Möglichkeit, DeepL im Browser zu benutzen, bietet DeepL Apps für Smartphone, die Sie sich herunterladen können. DeepL bietet Browser-Erweiterungen, das heißt, Sie können Ihren Browser Chrome, Firefox, Edge mit einer Browser-Erweiterung von DeepL bestücken, sodass also DeepL Ihnen auch auf Webseiten eine Übersetzungsmöglichkeit bereitstellt, zur Verfügung stellt. Alle diese Erweiterungsmöglichkeiten, die Apps, finden Sie auf der Seite von DeepL. In meinem Beitrag habe ich Ihnen das jeweils verlinkt. Ganz unten gibt es die Möglichkeit der verschiedenen Downloads für Smartphones, für verschiedene Betriebssysteme, für Windows. Und für Mac gibt es noch eine Desktop, eine Programmversion, die man nutzen kann. Und das möchte ich Ihnen exemplarisch einfach zeigen, wie man die Windows-Version für DeepL auf seinem Rechner installiert. Und damit hat man die Möglichkeit, direkt in den Microsoft-Programmen, in Word, in Excel, in PowerPoint, in Outlook, ohne das Programm verlassen zu müssen, DeepL zu nutzen. Zunächst muss man die Programmversion herunterladen. Das tue ich hier, indem ich auf den Link klicke. Es dauert einen kurzen Moment. Dann wird das Ganze kostenlos heruntergeladen. Sie gehen anschließend zu Ihrem Download-Ordner, starten diese Excel-Datei und installieren die Programmversion auf Ihrem Rechner. Nach erfolgreicher Installation wird DeepL als Programm direkt gestartet. Hier können Sie, wenn Sie möchten, sich ein DeepL Pro-Konto anlegen. Das überspringe ich jetzt. Ich möchte DeepL weiterhin kostenlos nutzen. Hier kommen noch ein paar Informationen. Und Sie sehen hier, ich mache das zum Vollbild, hat man jetzt die Applikation, also das Programm DeepL direkt zur Verfügung. Und Sie könnten das auch nutzen, einfach nur um Texte zu übersetzen. Genau wie in der Browser-Version. Wechsle ich jetzt aber mal zu Word und einem Text, den ich dort eingetragen habe, kann ich Ihnen zeigen, wie man direkt Texte aus Word mit DeepL, mit dem Programm übersetzen kann. Ich starte einfach mal Word und öffne eine Datei. Sie sehen jetzt hier meine Schulungsunterlage und ich möchte diese übersetzen oder ich möchte nur einen Teil in diesem Word-Dokument übersetzen. Dann markiere ich den Teil in Word, den ich übersetzen möchte, mit der Tastenkombination Steuerung C und nochmal C, wird der markierte Text direkt in Ihrer DeepL-Anwendung unter Windows eingefügt. Sie sehen die Übersetzung, können natürlich nochmal die Sprache ändern und können dann direkt innerhalb dieser Anwendung von DeepL die übersetzten Texte oder den übersetzten Text direkt in Microsoft Word einfügen. Und Sie sehen, diese beiden Anwendungen kennen sich dann gegenseitig. Das heißt, ich muss nicht über Copy and Paste zwischen den Anwendungen hin und her wechseln, sondern mit diesem Befehl einfügen in die Ursprungsanwendung ist es noch leichter, die übersetzten Texte wieder zurück in die Anwendung zu bringen. Ich mache noch ein Beispiel. Ich markiere jetzt mal mehrere Elemente, mehrere Absätze. Steuerung C, C. Sie sehen, es wird hier direkt in DeepL eingesetzt, es wird übersetzt und ich kann mit Einfügen in Word direkt auch meinen Text in Word überschreiben lassen. Also das markierte Element, was ich vorher benutzt habe, um es mit Steuerung CC in DeepL einzufügen, wird mit dieser Schaltfläche in meinem Word-Dokument durch den übersetzten Text überschrieben. Finde ich richtig super, geht sehr, sehr schnell und vor allen Dingen ist kostenlos. Probieren Sie es aus, es lohnt sich auf jeden Fall. Ganz genial finde ich es zum Beispiel, wenn ich gerade eine E-Mail schreibe und mir fehlt der fremdsprachliche Begriff. Und dann kann ich das in Deutsch schreiben in der E-Mail, Steuerung CC, bringt das direkt hier in DeepL und übersetzt mir das in ein passendes Wort. Ist wirklich genial. Möchte ich jetzt aber eine ganze Datei übersetzen, dann kann ich über meinen Windows Explorer die Datei einfach in DeepL in die Anwendung einfügen. Ich übersetze jetzt mal das gesamte Dokument, nämlich diese Schulungsunterlage, indem ich auf Dateien übersetzen gehe, ziehe einfach das Dokument aus meinem Windows Explorer hier in diesem Bereich. Bis zu 5 MB können Sie hier übersetzen lassen. Dann definieren Sie die Sprache,
in die Sie übersetzen möchten und klicken auf den Button Übersetzen und schon wird die komplette Datei übersetzt. Je nachdem, wie groß die Datei ist, dauert das einen Moment. Und bei mir sieht man, dass das Zeichenlimit von 100.000 in der Datei überschritten ist. Kleinere Dokumente lassen sich direkt übersetzen. Ich nehme mal dieses Beispiel, Verlaufsprotokoll, das steht in der Word-Datei drin. Diese ziehe ich nochmal hier rein, lasse es mir ins Englische übersetzen. Und dann sehen Sie hier die Übersetzung, die Sie jetzt mit einem Klick auf den Button in Word nochmal öffnen können. Und Sie sehen, das Format bleibt, wie es ist. Es wird wirklich der Text in Word in der gleichen Formatierung etc. übersetzt. Ein Hinweis kommt hier oben rein, dass das von DeepL übersetzt wurde. Das würde entfallen, wenn Sie eine Pro-Version haben. Durch die Übersetzung entsteht eine neue Datei, die Sie speichern können. Also es wird das Originaldokument nicht überschrieben, es wird ein neues Dokument erstellt mit einem neuen Dateinamen, den Sie hier oben in der Titelleiste sehen können. Das Dokument können Sie natürlich verändern, speichern und schließen. In der Programmversion von DeepL können Sie meines Wissens beliebig viele Dokumente übersetzen lassen, sofern die Dateigröße von 5 MB nicht überschritten wird und die Anzahl, wie wir gesehen haben, der 100.000 Zeichen nicht überschritten wird. Was Sie in der kostenlosen Programmversion hier nicht machen können, diese übersetzten Dokumente direkt in DeepL nochmal bearbeiten können und so die Übersetzung mit DeepL beeinflussen können. Trotzdem ist es in der kostenlosen Variante schon eine wunderbare Möglichkeit, sich ganze Dokumente übersetzen zu lassen. Den Feinschliff kann man dann ja noch manuell machen. Probieren Sie es aus. Die Oberfläche ist intuitiv, übersichtlich, einfach zu überblicken. Es gibt immer die Möglichkeit, auf bestimmte Buttons, die Sie hier finden, zu zeigen. Es gibt ein Quick-Info. Bestimmte Funktionen können Sie entdecken. Mithilfe des Glossars können Sie sogar eigene Übersetzungen festlegen. Über das Menü hier oben kommen Sie zu den Einstellungen, dem Datenschutz, nochmal ein paar Infos, wie DeepL zu benutzen ist und natürlich auch die Möglichkeit, das Programm DeepL zu beenden. Wenn ich DeepL als Anwendung jetzt, wenn es installiert ist, nochmal starten möchte, dann mache ich das ganz normal über meine Windows-Programme und starte die Anwendung DeepL erneut. Also es lohnt sich, DeepL als Programm auf seinem Rechner zu installieren als separate App oder als separates Programm, um schneller und besser eine Art Integration von DeepL in die Word, Excel, PowerPoint, Outlook-Anwendung zu erreichen. Im anderen Fall, wenn Sie das nicht installieren möchten oder auch vielleicht nicht installieren dürfen, kann man mithilfe der Webseite über den Browser DeepL nutzen. Probieren Sie es. Und schreiben Sie mir A, ob Sie DeepL schon kannten und B, was Sie davon halten von dieser Übersetzung. Ob Sie lieber in der Webversion arbeiten oder ob Sie sich das Programm heruntergeladen haben. Ich bin schon ganz gespannt auf Ihre Rückmeldungen. Bis zum nächsten Tipp.